was sind das für Menschen, also für Tiere? Also, willst du alle wissen oder nur die zwei? Nur die zwei. Also das ist eine Katze, meine ist das. Und die andere Katze, die habe ich zum meinem Geburtstag geschenkt bekommen. Ich finde das voll lustig. Warum macht sie nur zwei Füße? Warum macht das drei Füße eigentlich? Das ist der Schwarz, das ist nicht drei Füße. Die hat nur zwei Füße. Das sieht wie Minikraft in Scoop aus. Ja, hast du noch Fragen zu dem Frosch? Ja, ich habe noch Fragen. Warum ist sein Maul blau? Weil ich hab den mal was im Stich gemacht. Ja, warum sind deine Augen riesig? Weil die richtig alt sind. Ja, okay, ich hab noch eine Frage. Warum sind die Füße wie Vogelbeine? Ich konnte das nicht machen, das ist viel zu klein. Okay, also ich hab keine Fragen mehr. Ja, okay. Juppidelob. Warum ist der Frosch so besonders für dich, Habibi? Weil meine Mama hat gesagt, sie kauft mir den und ich finde den sehr besonders, also weil ich habe ihn schon mal gesehen und ich mag den. Der sieht ja süß aus. Und deine Hausschlappen sind auch cool. Hausschlappen? Hier genau, meine Hausschlappen. Und was ist das? Das ist eine Katze, die habe ich zum meinem Geburtstag geschenkt bekommen. Und das? Das ist meine Katze, meine echte. Andre, das sind keine drei, das sind zwei. Das ist der Schwanz. Ich hab ihn. Hab ich ihn auch gesagt. Okay. Und wo sind die Arme? Die habe ich vergessen, die wollte ich noch machen. Aber er steht so. Walla Habibi, warum ist der Frosch so besonders für dich? Hast du ihn gefunden oder was? Ich hab diesen Frosch noch nicht, Daniel. Du hast gesagt, wo wir am Tisch waren, wenn du ihn gefunden hast. Walla Habibi. Ja, in Italien. Aber. Fertig. Ja, fertig.